Servus und hallo, willkommen bei Luxify zu einer neuen Session über die Watches and Wonders Geneva 2021. Heute Morgen habe ich Feedback bekommen von euch. Unter anderem habe ich gesagt bekommen, Mensch, gute Videos, aber sind mir zu lang und einmal schöne Videos könnten gerne länger sein. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich tun soll. Soll es jetzt kürzer sein, länger sein? Ich würde sagen, auch heute babbel ich einfach mal wieder drauf los und schaue, wo ich zeitlich ende. Ich werde euch das dann wieder in Kapitel unterteilen, sodass ihr hin und her springen könnt und Sachen überspringen könnt, die euch nicht so interessieren. Wobei, eigentlich sollte euch alles interessieren, weil hier gibt es nur interessante Sachen. Alle uninteressanten habe ich ja schon ausgeblendet. Fangen wir an mit einer Uhr, die 2014 gelauncht wurde von Bulgari, die Octo Finissimo. Die gibt es, wie gesagt, seit 2014. Sie hat bisher 6 Weltrekorde einheimsen können und dieses Jahr ist der 7. Weltrekord dran. Die Uhr selbst heißt Bulgari Octo Finissimo Perpetual Calendar und da wissen wir wahrscheinlich auch schon gleich, weswegen und was der Weltrekord ist. Es ist der flachste ewige Kalender, den es gibt. Die Uhr gibt es wieder, wie die ganzen Uhren vorher, seit 2014 in einem Titangehäuse mit Titanband. Es gibt aber auch eine Platin-Version am blauen Lederband. 5,8 mm ist die Uhr nur dick und das Werk kommt auf 2,75 mm. Wie ist das möglich? Wir haben einen Mikrorotor, der quasi zwischen die Komponenten gesetzt wird, sodass das Werk dadurch nicht höher ist. Es gibt ein retrogrades Datum, eine retrograde Leap-Year-Anzeige. Wasserdicht sind die Uhren bis 30 Meter. Mein Problem bei der Octo Finissimo immer war, dass ich nicht so ganz diesen Hype um die Uhr verstehen konnte. Ich habe immer gedacht, mein Gott, die ganzen Kollegen, die ganzen Journalisten, die finden die Uhr so wahnsinnig toll. Und wenn ich die Uhr ansehe auf den Bildern, dann denke ich immer so, oh Gott. Ja, nur letztes Jahr, trotz Pandemie, war ich ja in Genf und konnte mir ein paar Uhren anschauen, unter anderem halt auch diese Octo Finissimo, die vom letzten Jahr. Und es ist tatsächlich so, wenn man die Uhr dann mal live sieht und wenn man die Uhr anlegt und wenn man merkt, wie sich dieses Band ums Handgelenk schmiegt und wie sich diese Uhr ums Handgelenk schmiegt und wenn man sieht, wie die Uhr am Arm wirkt, dann ist es tatsächlich um einen geschehen. Das können die Bilder und es ist, also das ist mit die Uhr, wo mir das am meisten auffällt. Die Bilder werden der Uhr einfach nicht gerecht. Also wenn ihr die Chance hattet schon mal oder habt demnächst die Uhr mal live zu sehen oder eine von diesen Uhren, dann macht das und ihr werdet sehen, live der Eindruck ist was komplett anderes als Bilder, sei es nun Pressebilder oder Bilder, die man sonst so macht. Probiert es aus, es lohnt sich wirklich. Kostet 60.000 Euro in Titan und 90.000 Euro in Platin. Ultra flach geht es weiter mit der nächsten Neuheit, die kommt von Piaget. Und Piaget ist eigentlich immer schon bekannt gewesen für super flache Uhrwerke. Die hatten einst das flachste Uhrwerk mit Handaufzug. Ich glaube, das war 1957. 1957, 9P hieß das, 3 Jahre später das flachste Automatikwerk seiner Zeit und 2018, da gab es ja noch eine echte Messe, da war ich auch vor Ort in Genf, da haben sie vorgestellt die Piaget Altiplano Ultimate Concept. Das war ein krasses Ding, das war so flach, das kann man sich nicht vorstellen. Und es war tatsächlich so flach, dass sie Angst hatten um die Uhr und wenn man die Uhr fotografieren wollte, dann kam jemand und hat einem die Uhr schön am Band angefasst hingelegt, dass man ein Foto machen darf und dann hat man gesagt, ja, die Rückseite, dann haben sie die Uhr umgedreht, dass man ja nicht sie selbst anfasst, weil sie so dünn war, dass man wohl Angst hatte, dass sie zerbricht oder dass sie knickt oder was auch immer. Es war ein Prototyp damals. Letztes Jahr kam dann tatsächlich die Serienversion raus und dieses Jahr gibt es eine Version mit Grün. Ein paar Daten zu der Uhr, weil das ist einfach unglaublich, wirklich. Die Uhr ist 2 mm dick, nicht das Werk, die Uhr, die gesamte Uhr ist 2 mm dick. Und das gelingt unter anderem dadurch, dass die Bodenplatte quasi auch schon die Werksplatine ist. Also das Räderwerk und so weiter sitzt auf der Bodenplatte auf. Also zwischen der Haut
Und den ersten Werkteilen sind 0,12 mm Gehäuseboden dazwischen. Also nichts. Und auch das Saphirglas ist 0,2 mm dick. Sie haben das Gehäuse aus einer Kobaltlegierung gefertigt, damit es halt nicht irgendwie knicken kann. Gold wäre viel zu weich dafür. Ja, wer jetzt denkt, er will die flachste Uhr haben der Welt, der muss tief in die Tasche greifen, weil der Preis, also der Preis letztes Jahr für die erste Variante, ich denke mal, das wird der gleiche sein wie jetzt auch, waren 417.000 Euro. Kommen wir zu dickeren Kalibern, kommen wir zu Zenit. Da hat es die DeFi 21 oder DeFi 21 Spectrum. Das sind fünf Modelle, die haben Baguette-Lünetten. Und diese Baguettes auf den Baguette-Lünetten, die gibt es in fünf Farben. Also die sind jetzt nicht gemischt wie eine Rainbow, sondern fünf Versionen mit jeweils einer Farbe. Und passend auf diese Baguettes ausgerichtet ist das Kautschukband, aber auch das Werk. Das ist PVD beschichtet, die Platinen, Brücken und so weiter, dass es halt passt. Das Ganze ist eingeschalt im typischen DeFi 21 Gehäuse aus Stahl, besetzt mit 288 Diamanten. Ich finde es eine witzige Uhr tatsächlich. Es gibt 10 Exemplare pro Farbe und das Ganze kostet 33.100 Euro. Das hätte ich euch eigentlich auch schon gestern gezeigt. Ich wollte aber auf die zweite Zenit-Neuheit warten und die hatte Embargo bis gestern irgendwann Mittagszeit, nachmittags. Und das ist die DeFi oder DeFi Extreme. Jo, es gibt jetzt also hier nochmal, wird auch wieder eins draufgesetzt und so ein bisschen, ja, nennen wir es beim Namen, Offshore-mäßig mit breiten Drückern und größerem Gehäuse und das alles ein bisschen brutaler rüberkommend. Ob es das jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht, aber die DeFi ist eine schöne Uhr und da kann man da auch gucken, dass man das ja, schön ausschlachtet, das ganze Thema. Nee, also ist durchaus okay. Es wird Leute geben, die sagen, darauf habe ich gewartet, ich gehöre jetzt nicht dazu. Ich finde die bisherige eigentlich ein bisschen humaner. Die neue ist allerdings bis 200 Meter wasserdicht und so martialisch, wie sie aussieht, ist sie eigentlich gar nicht. Sie hat 45 Millimeter. Ich hatte das Glück, sie schon live gesehen zu haben und habe euch auch schon mal angefangen, ein Review zu machen darüber. Das kommt demnächst. Und da stelle ich auch die normale DeFi gegenüber. Und da merkt man beim direkten Vergleich, das ist gar nicht so viel mehr. Das sieht nur so viel brutaler aus. Aber was sie gemacht haben, ist, und da kommen wir wieder zu unserem roten Faden, eine eckige Lünette, beziehungsweise unterhalb der Lünette hat es einen Ring und der hat 12 Ecken, weil irgendwie alles zurzeit so schön eckig sein muss. Muss es auch dort sein. Wie gesagt, sieht nicht schlecht aus. Gebraucht hätte ich es jetzt nicht, aber gut, warum nicht? Wir haben ein transparentes Saphirglas, dass man halt das Werk schön sehen kann mit diesen zwei Hemmungen. Das hatte ich euch ja neulich schon mal erklärt. Zwei Hemmungen, eine für die Uhrzeit mit 36.000 Halbschwingungen, eine für die Zehntelsekundenchronograph mit 360.000 Halbschwingungen. Es gibt kein Datum auf der Uhr und es gibt drei Versionen. Genau, drei Versionen gibt es. Einmal Titan Microblasted, also sandgestrahlt, einmal Titan poliert und einmal Titan mit Roségold. Kostet 17.600 Euro, beziehungsweise mit Roségold 21.600 Euro. Im Preis dabei sind dann jeweils schon drei Bänder, nämlich einmal das Gliederband aus Titan, einmal ein Kautschukband mit Faltschließe und ein Velcro-Strap, das ist neu bei Zenit. Und das Ganze lässt sich super leicht austauschen, weil auch bei Zenit hat man jetzt ein Schnellband-Schnellwechselsystem, was auch ziemlich gut funktioniert. Das zeige ich euch dann auch im entsprechenden Review der Uhr. Kommen wir zu Panerai. Und die haben auch ziemlich viel rausgebracht. Eigentlich braucht es da auch eine eigene Session dafür. Deswegen mag ich mich jetzt auf ein Modell konzentrieren. Das ist die Panerai eLab ID. Wir hatten vor ein paar Jahren die Lab ID.
Jetzt haben wir die eLab-ID und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie 98,6% recycelt ist. Das ist ein bisschen irreführend und wenn man genauer in die Pressemitteilung schaut, dann ist es so, dass 98,6% des Gewichtes rühren her aus Materialien, die einen hohen Anteil an recycelten Grundstoffen haben. Also zum Beispiel Gehäuse, Zifferblatt und die Brücken sind aus Eco-Titanium, da ist über 80% recyceltes Titan verwendet worden. Das Silizium für die Hemmung, das ist 100% recycelt, genauso das Saphirglas, das Superluminova übrigens auch und die Goldzeiger. Ja gut, okay, Gold schmeißt man ja auch nicht weg, also Gold ist irgendwie immer recycelt. Das ist ja so. Gut, natürlich ist das alles ein bisschen Marketing, klar, logisch. Und die Uhr gibt es 30 Stück davon insgesamt und man kann jetzt denken, 30 Stück und noch nicht mal 100 Gramm wiegt das Ding, dann haben wir bei, sind wir bei noch nicht mal 3 Kilo. Davon werden die Ozeane jetzt auch nicht grüner oder blauer vielmehr. Das bringt relativ wenig. Aber was ich toll fand, war normalerweise in der Uhrenindustrie wird ja so ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht, mit wem man zusammenarbeitet, wo die ganzen Sachen produziert werden und so weiter. Und in der Tat ist es so, dass man hier seitens Panerai eine komplett neue Lieferkette aufbauen musste. Nicht nur Uhrenindustrie, sondern auch Luftraumfahrttechnik, Automobiltechnik, um an die Supplier zu kommen, die entsprechend diese Materialien haben. Und diese Lieferkette, die haben sie bei Panerai ganz offen gestaltet. Also sie nennen das Open Ecosystem für die Schweizer Uhrenindustrie. Und da sagt Jean-Marc Pontrouet, also der CEO von Panerai, der übrigens erstaunlich gut Deutsch spricht, wusste ich gar nicht. Please copy, also das hat er natürlich auf Englisch gesagt, weil damit die anderen Hersteller darauf aufbauen können und damit sie das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern wirklich sagen können, okay, wir wissen jetzt schon, wo wir was kriegen und da keine Zeit verloren geht und eventuell auch auf diesen Zug der recycelbaren Materialien aufspringen. Das fand ich bemerkenswert, deswegen wollte ich das hier mal anklingen lassen. Die Uhr übrigens kostet 60.000 Euro und es gibt, wie gesagt, 30 Stück davon. Eine weitere Uhr, die spreche ich an, weil ihr bestimmt wollt, dass ich sie anspreche, obwohl sie uns übrigens überhaupt nicht vorgestellt wurde. Das ist die Submersible Blue Abisso PAM 1074. Jetzt gibt es eine Bronzo erstmalig im 42 mm Submersible Gehäuse und das Ganze auch als Serienmodell. Also 1000 Stück pro Jahr werden produziert, das aber über mehrere Jahre. Boutique only natürlich, es hat beiges Superluminova, es gibt ein blaues Vintage Wildlederband und ein blaues Kautschukband zum Tauschen. Drin arbeitet das P900 Automatikkaliber, das ist von Val Fleurier entworfen, das ist die Richemont eigene Schmiede, die Uhrwerke für die ganzen Hersteller produziert oder entwirft. 15.500 Euro kostet das gute Stück und schaut echt nett aus. Val Fleurier hat auch das Bomatic-Kaliber entworfen von Beaumont Mercier. Und Beaumont Mercier, die haben dieses Jahr die Riviera gelauncht. Und da waren sie nicht sparsam mit Worten. Also ich war zu hören, dass diese Uhr iconic ist, unique, authentic, athletic. Und distinctive. Und dann schaut man sich an, wenn diese Uhr reinschwebt und denkt sich, oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ein Stahl, ein sportives Stahlmodell mit integriertem Stahlband, mit blauem Zifferblatt und einer Lünette, nicht mit 6, nicht mit 8, nicht mit 10, nein, mit 12 Ecken. Wow. Dafür aber nur 4 Schrauben auf der Lünette. Also irgendwo muss man dann schon Abstriche machen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das, was da zurzeit abläuft und dass jeder auf diesen Zug mit aufspringt, dass ich das einfach nicht mehr sehen kann. Aber trotzdem, jetzt geht mein Licht hier aus, jetzt muss ich ein anderes aufmachen. Aber trotzdem,
Ich habe diese Uhr gesehen, diese Riviera. Und erstens mal muss man sagen, das ist jetzt nicht so, dass das aus dem Nichts kommt. Also die Uhr gab es 1973, also ein Jahr schon nach der Royal Oak. Und das ist jetzt die Neuauflage. Insofern ist das schon mal ganz okay. Und ich habe jetzt einfach aufgehört zu schauen, wer designmäßig von wem was übernimmt. Wenn ich die Uhr mir anschaue, diese Riviera, muss ich gestehen, sie gefällt mir. Ich kann jetzt nicht sagen, das genau ausmachen, warum, aber irgendwie finde ich die cool. Und deswegen stelle ich sie heute vor. Es gibt zwei Größen davon. Und zwar einmal 42 mm, die gibt es in Blau, Schwarz und Silber. Und was ich ganz schön finde, ist, wenn man sich das Blatt anschaut, diese Struktur auf dem Blatt. Da hat man jetzt nicht einfach irgendein Wabenmuster genommen, sondern das ist, soll ein Motiv darstellen, die Begegnung von Gebirge und Ozean, wie man das halt bei der Riviera hat. Und das ist ganz gut gelungen. Es gibt ein Modell mit Kautschukband. Da ist ein normales Automatikwerk drin und bis 100 Meter wasserdicht ist das gute Stück. Es gibt zwei Modelle mit diesem besagten Bomatic, was ich am Anfang erwähnt habe. Die sind dann mit rauchblauem bzw. rauchgrauen Saphir-Glas-Zifferblättern ausgestattet, dass man das Werk sehen kann. Und es gibt 36er-Versionen für die Damen. Die gibt es in Azurblau, Silber und Schwarz als Quarzversion. Und es gibt eine 36er-Automatik, die allerdings nur mit silbernem Blatt. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Warum macht man nicht alle Automatikversionen auch mit allen Blättern? Das Azurblau hätte ich mir aber auch in der 42er gewünscht. Das hätte bestimmt auch gut ausgesehen. Aber vielleicht kommt da noch was, wer weiß. More to come hieß es, glaube ich. Also schauen wir mal. Preise ab 1750 bzw. 2150 Euro. Kommen wir zu IWC. IWC hat neue Pilot Watches vorgestellt. Das haben sie in den letzten Jahren schon öfters, aber dieses Mal ist es wirklich insofern bemerkenswert, als dass man mit der Größe zurückgeht. Die Big Pilot hatte klassischerweise 46 mm, die neue Big Pilot hat 43 mm. Und bevor jetzt ein Aufschrei kommt, keine Sorge, die 46er bleiben im Programm, das ist alles gut, aber zusätzlich gibt es halt eine 43er für alle, die sagten bisher, boah, 46, geile Uhr, aber ich kann sie einfach nicht tragen. Die hat ein Blatt ohne kleine Sekunde und ohne die Gangreserveanzeige. Einfach sehr, sehr clean. Ich zeige sie euch mal hier mit schwarzem Blatt. Es gibt natürlich auch Blau, aber wir haben jetzt so viel Blau. Da mache ich mal lieber ein bisschen Farbe rein und bringe Schwarz. Und es gibt, um noch mehr Farbe reinzubringen, Grün. Es gibt Grün für den neuen Chrono. Und der neue Chrono, der misst 41 mm. Der ist also auch kleiner geworden. Die Uhr hatte ich freundlicherweise auch schon von IWC zur Verfügung gestellt bekommen für ein kleines Review. Das ist auch schon fast fertig. Das kommt jetzt auch die nächsten Wochen. Da gehe ich da ein bisschen mehr drauf ein. Deswegen heute lieber eine andere Uhr, nämlich eine experimentelle Uhr. Die heißt Big Pilot's Watch Shock Absorber XPL und XPL steht halt für Experimental. Das Ganze ist gemacht worden zusammen mit dem Cavendish Laboratory an der University of Cambridge. Wir haben ein 44 mm Gehäuse aus Ceratanium. Das ist dieses Gemisch, was IWC macht, also Titangemisch, eine Titanlegierung, die dann gebrannt wird und damit Eigenschaften von Keramik erhält, dass sie also deutlich kratzfester ist, aber auf der anderen Seite halt nicht so zerbrechlich. Das Uhrwerk da drin hält Stöße von bis zu 30.000 G aus. 30.000 G, das ist eine Menge. Das Ganze wird realisiert durch ein System, das nennt sich Spring Protect oder Spring G Protect. Es sieht geschrieben deutlich stimmiger aus, als wenn man es ausspricht, merke ich gerade. Das ist eine Feder, wo das Uhrwerk quasi aufgehängt ist und diese Feder ist aus BMG. BMG Bulk Metallic Glass, das kennen wir schon von Panerai, die hatten vor ein paar Jahren eine ganze Uhr daraus gemacht. Hier ist es diese Feder und das Uhrwerk sitzt da drin in einem Container, auch wieder aus Ceratanium
und ist eine Sonderanfertigung mit Leichtbaukomponenten aus der Luft- und Raumfahrt, dass es halt deutlich nochmal leichter ist. Und somit, wenn halt ein Stoß kommt, dann schwingt diese Feder und das Werk hat Zeit, ganz langsam wieder in Ruhe zu kommen. Ist gedacht natürlich irgendwie auch für Fliegerei, deswegen Big Pilot Gehäuse. Das sieht man hier so kleine Öhrchen. Das ist nochmal ein Dämpferring, der ist angeklippt, den kann man auch wieder wegmachen. Die Aufzugskrone hat ein Bajonettsystem, das heißt, wenn man sie ausschraubt, dann kann man die Uhrzeit stellen und wenn man sie wieder reinschraubt, dann entkoppelt sich das vom Werk, damit das Werk halt frei schwingen kann. Ich schätze mal, das ist auch der Grund, warum das mit dem Zifferblatt so gelöst ist. Ich hätte mir da lieber gewünscht, ein großes Zifferblatt, was die Uhr komplett ausfüllt, dass nur Kenner wissen, was da jetzt verbaut ist und nicht so, oh, schau mal hier und mit Gold und was auch immer. Aber gut, das ist wurscht. Man kann auch gerne mal zeigen, was man da gemacht hat, weil es muss wirklich sehr kompliziert sein. Sie bauen nämlich nur 30 Uhren und die auch über 3 Jahre, also 10 Stück nur pro Jahr, weil es wohl so kompliziert ist, diese Uhr zu bauen. Preis 80.000 Schweizer Franken. Hublot. Magst du nicht mal über Hublot reden? Das wurde ich, glaube ich, bei meinem ersten Video schon gefragt. Ja, klar, wir können auch mal über Hublot reden. Denn Hublot hat auch gestern, nein, gestern haben sie keine Neuheit vorgestellt, aber gestern war die Pressekonferenz und ich wollte mich da einloggen und das geht normalerweise ganz schnell. Ausgerechnet da hat es ziemlich lang gedauert, bis das Zoom da aufgebaut hat sich und ich dachte schon, die haben Face Control gemacht und dann gesehen, den lassen wir nicht rein. Aber nein, natürlich so war es nicht. Sie haben mich reingelassen und deswegen konnte ich auch was ganz, ganz Tolles sehen dort und zwar die Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire in 42 mm. Da haben wir ein Werk, Tourbillon Automatik, 72 Stunden, Tourbillon auf der 6, ein Mikrorotor auf der 12, aber das ist gar nicht mal das Entscheidende daran. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man so ein Werk hat mit Tourbillon und sagt, ja, das ist ein Tourbillon, aber das ist gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, was anderes. Das zeigt, wie komplex diese Uhr eigentlich ist, denn sie hat ein Gehäuse aus Saphirglas. Das gab es jetzt auch schon vorher. Das ist so konzipiert, dass man die Schrauben nicht sieht oder fast nicht sieht, dass man halt von überall in dieses Werk schauen kann. Aber sie haben zusätzlich jetzt auch noch ein Armband aus Saphirglas. Das hat 22 Stücke, also insgesamt 165 Komponenten, aber 22 aus Saphirglas. Und jedes einzelne Glied quasi ist dann aus einem Saphirglasblock rausgefräst. Und das ist einfach echt faszinierend. Und auch vom Gehäuse her, da hat es auch insgesamt 37 Komponenten, 5 davon aus Saphirglas. Man schafft es trotzdem, die Uhr zumindest bis 3 bar wasserdicht zu machen. Das ist eine Leistung. Ich hätte jetzt persönlich Angst, wenn ich so eine Uhr trage und da angeheitert durch die Wohnung laufe und am Türrahmen hängen bleibe, dass sich die 416.000 Euro in noch mehr Einzelteile verabschieden. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich passiert das nicht oder man schaut sich die Uhr nur an oder keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand von euch sowas und kann sagen, wie robust das ist. Auf jeden Fall ist es schön, sowas zu sehen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und deswegen haben wir darüber geredet. Tag Heuer hat die Aquaracer modernisiert. Die Aquaracer Professional 300. Und wenn wir die Uhr anschauen, dann sehen wir eine zwölfeckige Lünette. Nein, nicht schon wieder, oder? Doch, zwölfeckige Lünette. Aber das schon seit 1995. Erkennungsmerkmal der Aquaracer. Insofern ganz okay. Legitim, darf man machen. Ist jetzt ein Keramik-Inlay. Die Facetten der Lünette, die sind geriffelt. Da geht man so auf das Design des Originals von 1978 hin und tut es so ein bisschen kombinieren. 1978er Design, das letzte Design. Man hat den Drehmechanismus der Lünette leiser gemacht, dass sie sich leiser, glatter dreht. Das konnte ich natürlich jetzt nicht nachprüfen und wie sich das anfühlt, das muss man dann irgendwann mal live sehen. Was hat sich noch geändert? Das Gehäuse ist schmäler geworden, 12, also dünner geworden, nicht schmäler, dünner.
12,5 mm vorher, 12,2 mm jetzt. Lünette ist schmäler geworden. Die Anstöße haben sie verkürzt und das Armband, das haben sie auch dünner gemacht. Es gibt ein Saphirglas, das hat jetzt eine Datumslupe auf der Unterseite und das Datum ist auch von 3 auf 6 Uhr gewechselt. Die Indexe haben sie jetzt auch achteckig gemacht. Sowieso ist alles irgendwie eckig. Da haben wir auf der Rückseite den Taucherhelm und der ist in einer Aussparung, die ist zwölfeckig und der Taucherhelm ist auch zwölfeckig und darunter ist alles sechseckig, das Muster. Und dieses Muster, das steht auch immer senkrecht. Die Tauchverlängerung, genau, das fand ich sehr gut. Das ist eine 1,5 cm Tauchverlängerung mit Feinverstellung und die funktioniert so, dass man zwei Knöpfe drückt, links und rechts, und dann kann man das innerhalb der Schließe hin und her schieben. Mit die praktischste Schnellverstellung bei Taucheruhren, die ich bisher gesehen habe. Man muss nichts aufklappen, einfach nur zack und fertig. Das finde ich ziemlich gut. Zwei Größen gibt es von der Uhr, 36 und 43 mm. In beiden arbeitet das Heuer Kaliber 5. Das ist auf Basis des ETA 2824 bzw. Sellita SW 200. Es gibt drei Stahluhren in 43, blau, schwarz und silbernes Zifferblatt. Die haben ein Balkenmotiv auf dem Zifferblatt und einen Sonnenschliff drüber. Es gibt darüber hinaus eine Titanversion, die hat ein grünes Zifferblatt. Bei der ist auch als einziges die Keramiklünette mit Superluminova unterlegt, dass die halt leuchtet. Es ist Titan Grade 2 in dem Fall und es gibt eine Sonderedition in Titan Grade 5. Das ist die Tribute to Reference 844. Die hat ein schwarzes Opalinblatt, rote 24-Stunden-Ziffern. Das ist halt wirklich sehr, sehr nah am Original, wie es damals war. Die hatten das nämlich auch schon. Old Radium Superluminova und limitiert auf 844 Stück. Die 36mm Versionen, die gibt es mit schwarzem oder weißem Blatt. Die haben dann dort ein Wellenmuster statt einem Balkenmuster. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Und es gibt eine Stahlversion in blauem Blatt und Wellenmuster. Und da sind die Indexe durch 8 Diamanten ersetzt. Also halt eher was für die Dame. Preise 2650 für die 36mm, 3150 für die Version mit den 8 Diamanten. Und die 43mm Version gehen los mit 2850 Euro, 4000 für die Titan und die Limited Edition mit dem Kautschukband kostet 4100 Euro. So, jetzt weiß ich gar nicht, ja, ziemlich lang war es wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, es hat euch gefallen, ich konnte euch was Neues erzählen. Ihr habt eure Traumuhr gefunden, vielleicht, wenn es so ist, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn es nicht so ist, schreibt es mir auch in die Kommentare oder ins Forum. Liken, wenn ihr wollt, und abonnieren, so ihr noch nicht schon habt, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Gehabt's euch wohl, bleibt gesund, stay safe und ja, bis dann, ne? Ciao.